Aber die Solidarität bedeutet in diesem Fall immer auch, dass wir Israel in die Lage versetzen und in der Lage halten, sein eigenes Land zu verteidigen. Und deshalb haben wir in der Vergangenheit Waffen und Rüstungsgüter geliefert. Deshalb tun wir das. Es gibt Lieferungen und wird auch in Zukunft weitere Lieferungen geben. Darauf kann das Land Israel sich immer verlassen. Ein Waffenstillstand, der mit der Freilassung der Geiseln endet und auch jetzt stattfinden kann. Der amerikanische Präsident hat dazu ganz konkrete Vorschläge gemacht, die vorgelegt worden sind. Im Norden muss es zu einer Waffenruhe kommen, ganz klar entlang der Resolution der Vereinten Nationen 1701. Und klar ist auch, wir werden nicht akzeptieren, wenn der Iran mit Raketen Israel angreift. Das darf nicht passieren. Es darf nicht zu einer weiteren Destabilisierung der Region kommen. Und der Iran spielt mit dem Feuer. Das muss aufhören. Mit der Entscheidung der wirtschaftsstarken der Demokratien, der G7-Staaten, der Ukraine einen 50-Milliarden-Dollar-Kredit zu geben, ist die Grundlage dafür gelegt, dass wir klar sagen können, die Unterstützung für die Ukraine durch ihre Freunde wird auch in den nächsten Jahren gewährleistet sein. Und wir werden in Europa jetzt und sehr schnell unseren Teil der Entscheidung dazu beitragen, notfalls mit einer eigenen Struktur. Die 35 Milliarden Euro sind von der europäischen Präsidentin Ursula von der Leyen angekündigt. Wir sind in den Gremien, das zu beschließen, und wir werden das in Europa weiter vorantreiben. Ich habe gesprochen mit den Chefs von BMW, Volkswagen, Opel, Ford, Mercedes und vielen anderen. Und sie alle haben gesagt, nee, das wollen wir nicht. Und deshalb haben wir uns entsprechend verhalten in Brüssel. 17 Staaten waren auch skeptisch. Und meine Forderung ist, daraus muss ganz ideologisch jetzt eine Verständigung kommen mit China und der Europäischen Union. Und gleichzeitig ist klar, dass wir hoffentlich nicht kommen können.